Accounting, Finance and Sustainability ist unser neuer Masterstudiengang an der Universität Gießen. In dem Master schauen wir uns auf der einen Seite die Kapitalbeschaffung an und auf der anderen Seite die Steuerung des Kapitaleinsatzes und die Berichterstattung darüber. Also Accounting und Finance an der Schnittstelle zur Nachhaltigkeit. Ja, unser neuer Studiengang grenzt sich eben von den klassischen Studienprogrammen dahingehend ab, dass wir eine klare Fokussierung haben auf Finance und Accounting, aber vor allem auch dieses aktuelle drängende Thema der Nachhaltigkeit dort integrieren. Und das bekommt man in der Form eben nur in unserem neuen Studiengang. Ich denke, das wirklich Neue an dem Master ist, dass wir in Gießen alle drei Bereiche unglaublich gut sowohl in der Praxis als auch aus der akademischen, aus der theoretischen Sicht vertreten können. Zum einen durch unsere Forschung, zum anderen aber durchaus auch durch unsere Praxiskontakte. Die reichen in die Finanzbranche, zu Regulatoren, zu Beratern, zu Wirtschaftsprüfern. Insofern haben wir das ganze komplexe Thema eigentlich von vielen Seiten gut beleuchtet. Unser neuer Masterstudiengang richtet sich an Bachelor-Absolventinnen und Absolventen, die die Wirtschaft nachhaltig gestalten wollen. Ja, wir hören immer von unseren Praxispartnern, dass man natürlich eine ganz solide Ausbildung braucht im Accounting- und Finance-Bereich, gerade in der Finanzdienstleistungsbranche, aber dass es eben einen Engpass gibt, das ist das Wissen um Nachhaltigkeit und da wollen wir eben diese Lücke schließen. Beim Teil Accounting betrachten wir alle drei Perspektiven des Accountings, das Managerial Accounting, Financial Accounting und Taxation. Ja, im Teil Finance schauen wir uns beispielsweise an, wie man Nachhaltigkeitsaspekte im Bereich des Portfolio-Managements integrieren kann. Der Nachhaltigkeitsteil in dem neuen Studiengang, der Sustainability-Teil, der setzt sich mit der Frage auseinander, wie können die Unternehmen hier agieren? Wie sollen sie vorgehen? Wie sollen große börsengelistete Unternehmen die Nachhaltigkeitstransformation umsetzen? Aber wie sollen das auch kleinere mittelständische Unternehmen tun? All das sind wichtige Fragen, die wir in dem neuen Studiengang erarbeiten wollen. Absolventinnen und Absolventen qualifizieren sich für eine große Bandbreite an attraktiven Jobs mit sehr guten Karriereaussichten.